So, und nochmal hin. Und der Spawner ist immer noch da. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ich gehe mal hier hin. Damit ich die Kontrolle bewahre. Da ist eine Dingens. Balliste. Die mache ich kurz kaputt. Wow, wow, wow. Hätte er geschillt. So. Geh kaputt. Geht da nicht. Und da ist noch ein Spawner. Hm, scheiße, ich fühle mich hier doch noch zu unsicher. Die ist schon mal kaputt. Ich laufe mal hier hin. Und außerdem der Hexenmeister ist oben, ne? Da beschwört er gerade wieder einen Zauber. Ich mach mal hier erstmal die Ballisten kaputt, alle. Wow, wow, wow. Ich fühle mich hier zu unsicher. Ich muss außerdem Food essen. Wow. Nein, 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 nein. Energieschild. Hui. Und hier hin. Und Troll. Sieben. Nein. Wow. Scheiße, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Dass ich das überlebt habe. Okay. Okay, okay, okay. Erstmal weglocken. Energieschild. So. Da bringe ich dich um. Tschüss. Da bringe ich dich um. So. Dann mache ich da so eine hin. So. Ja, kommt mal alle runter hier. Finde ich gar nicht so schlecht. Kann ich euch nämlich besser erwischen. Und ich habe keinen Magietrank, ne? Doch. So. Ach ja, diese Bogenschützen. Machen einen ja wahnsinnig. Weil sie auch immer treffen können, ne? Auch von übelst weiter Distanz. Scharfschützen. Oh. Alter. So. Danke. Da. Viel Spaß damit. Und wieder das Energieschild da. Und auch, come on. Oh Mann, ey. Also jetzt mal echt. Oh Mann, ey. Was anderes kann ich dazu echt nicht mehr sagen. Das macht echt keinen Bock gerade. Das ist einfach nur ein... Gut, ich... Sorry, ich fange schon wieder an rum zu heulen. Ich wollte mir das abgewöhnen, weil das bringt uns ja auch nicht weiter. So, nach oben. Oh, der Hexenmeister ist down. Kann das sein? Das heißt, vielleicht ist er aber auch runtergefallen. Hier habe ich einen guten Spot. So. Geh kaputt. Geh kaputt. Ist es. Nice. Hä? Wo sind die ganzen Feinde? Also, gut, dass sie weg sind, aber... Kommen sie gleich auch alle auf einmal wieder, ne? Geh mal hier hin. Sammel das hier auf. Pass auf, dass sie mich nicht trifft. Da ist noch ein Feind. Mhm. Das Ding ist kaputt. Sehr gut. Aufgesammelt. Dann habe ich den Loot schon mal. Und das hier ist der klägliche Rest, ne? Und tschüss. Und hier war noch einer. Da. Glaubt man nicht, ich habe dich vergessen. So. Digga. Wo gehst du hin? Jetzt keinen Sinn. Okay. Gut, hätten wir das. Und jetzt gibt mir den richtig, richtig geilen Loot, damit sich das wenigstens gelohnt hat. Ich will einen Rubin. Mindestens ein. Also Blutstein meine ich. Aber gerne noch mehr. Oh, ich hätte sie auch öffnen können. Jade. Iolit. Ja, genau das, was ich nicht wollte, habe ich gekriegt. Vielen Dank.
Das Spiel will mich doch echt ärgern. So, warte mal, ich hole mal das Portal hier rein. Einfach aus Sicherheitsgründen. So. 6. Aufgesammelt. Die Workbench auf der anderen Seite. Oh, 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 warte, warte, warte. Das weg. Und Knochen. Da nehme ich natürlich lieber das hier mit. Und das Holz war hier. Guter Punkt. Da ist sie doch. Huch. Oh. Habe ich das Holz? Nein. So, jetzt habe ich's. Und jetzt schnell hier hoch. So. Und rüber. Sehr gut. Dann baue ich das mal hier in den Torbogen rein oder so. Warum auch nicht. Damit es halt geschützt ist vor Feuerbällen. So. Perfekt. Ist ja richtig dreist, wenn sie jetzt auf der anderen Seite... Oh. Das ist der Hexenmeister, ne? Der Hexenmeister lebt noch. Der Hexenmeister lebt noch. Soll ich den killen oder soll ich drauf pfeifen? Nee, eigentlich nicht. Ich gehe mal kurz... Ich kümmere mich um den. Wenn wir wissen, dass er da ist, können wir ja easy ausweichen. Oder ist er jetzt gerade gestorben? Ich guck mal. Weil sonst haben wir gleich das gleiche Debakel, wie wir schon mal hatten, ne? Da ist er! So. Verprügelt den mal bitte. Dann da noch einen hin. Und da noch einen hin. Huch! Oh, ja, so geht's auch. So. Schön verprügeln. Dankeschön. Was ist er denn da? Und der macht seinen Zauber. Wahrscheinlich hat er ein Vieh beschworen. Das ist nicht sonderlich effektiv, ne? Hä? Was packt der denn ab? Ach so, von den Stacheln. Hä, das macht so gut wie gar keinen Schaden. Warum denn nicht? Nee, die machen gar keinen Schaden. Was ist denn hiermit so? Nein, 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 nein. Triff doch. Feuer. Lauf, 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 lauf. Energieschild außerdem. Gut, dann nehme ich Feuerbälle. Weil ich weiß nicht genau, warum die keinen Schaden machen, diese Ranken. Er ist unten. Aber aus irgendeinem Grund machen sie keinen Schaden. So, er ist tot. Dich noch. Na, warte. Tschüss. So. Gut, jetzt haben wir alles geklärt. Dann hole ich mal den Rambock. So, laufen wir erstmal runter zum, rüber zum Lootloch. Lootloch. So. Nicht einen einzigen Blutstein gefunden. Schade. Ja, dann hoffe ich mal, dass wenigstens in der Kiste im Zentrum Blutsteine sind. Ich glaube, wir brauchen noch... Ja, für Dundere brauchen wir 1, 2, 3... Ich glaube 6, ne? Ja, so wie für den Trollstab. Ich guck mal kurz, was das aufwerten. Da. Braucht noch 2. Dann braucht es also 4... Und für den Trollstuff noch 2. Also insgesamt 6 Blutsteine brauchen wir. Oh Mann. Oh Mann. Und wir haben jetzt bei den beiden Festungen nicht eingefunden, ne? Ist natürlich doof. Na gut. So. Ach, ich habe Holz vergessen, ne? Verdammt. Das vergesse ich jedes Mal. Soll ich das von der Workbench nehmen oder soll ich eben welches holen? Ich weiß nicht, ob ich auch Ascheholz nehmen kann. Für den Fall, dass ja, nehme ich einfach das. Komm. So. Kann ich bestimmt nicht, ne? Ich muss mit Sicherheit das andere holen. Aber mal gucken. Ich weiß es nicht. Das war bei Verschiedenes. Hä, was fehlt denn? Achso, die Workbench. Ja, hier. Gut. Zack. Und ich kann bestimmt nicht... Ja. Doch,
Jetzt suche ich mit Ascheholz. Ich dachte schon, der meckert rum. Sehr gut. Ja, dann aufgebrochen da. Bam! Und nochmal bitte. So, kleines Loch ist schon drin. So. Sehr gut. Und wir haben ja auch wieder Scherben. Her damit. Also Fragmente meine ich. Und wieder zwei von den Dingern. Her damit. Und was haben wir hier? Hier ist nicht ein Edelstein drin. Also jede Menge davon, da beschwere ich mich nicht. Aber nicht ein Edelstein. Skandal. Wozu mache ich denn diesen ganzen Krampf? Wenn es dann nichts bringt. Oh Mann. Gut. Dann mache ich mal hier das Ding wieder kaputt. So. Haben wir mal mit 6. Tausch die beiden mal. Gucken, wie viel Life das verliert. Ja, geht doch recht fix, wenn es brennt. Weil ich aufpassen muss, dass das Ascheholz nicht verbrennt, ne? Ja, ich stelle mich mal hier rein. So. Flammenkern, Ascheholz, Sirtlingskern haben wir alles, ne? Gut. Ja, dann das hier. Und da sind wir natürlich überladen. Aber immerhin. Immerhin ein bisschen Ausbeute. Ja, diese Flaggen. Weißt du was? Die farm ich auch eben noch ab. Weil sie jeweils Ascheholz bringen. So. Kostet ja immer nur 3 Hits. Und wir sind hier auch vor allem safe. Sehr schön, kommt gleich irgend so ein Scharfschütze oder so und haut uns direkt die Rübe weg. Wobei wir, glaube ich, einen Schuss noch überleben würden. Sieht das überhaupt? Ich habe gerade gar nicht geguckt, wie viel man kriegt. Ich glaube, man kriegt 2, ne? So sehr lohnt sich das jetzt auch wieder nicht. Immer nur 2. Ja, Und kann ich die mit Feuerbällen abbauen? Das müsste ja theoretisch auch gehen, weil die aus Holz sind. Ich guck mal. Ja, das geht. Ja, das geht. Dann spare ich Ausdauer. Sehr gut. Ja, das war's auch schon. Und dann würde ich sagen, wir nehmen das Ding hier auf. Und wir gehen zurück. Oh, oh, ich brenne. Oh, Mann, was krampft mal wieder. Aber wir haben es immerhin geschafft. So, ich bin überladen. So. Und aufgesammelt. Dann gehe ich mal hier direkt an die Kante, weil den 30er-Stack werden wir nicht weit werfen. Aber er ist runtergefallen. Sehr gut. Dann den Rest auch noch. Halt! Das nicht. Das nicht. Und 20 hiervon ebenfalls nicht. So. Runter, runter, runter. Das, das, das. Sehr gut. Hä? Wieso habe ich denn die nicht so weit geworfen? Keine Ahnung. Jetzt aber. Und dann gehe ich noch kurz zur Nebellandebase und zu den Feldern und hole die üblichen Sachen, ne? So. 10er, 10er und 10er. Perfekt. Und wieder zurück. So, nochmal kurz zur Felderbase. Und nochmal kurz warten, dass das hier alles spawnt. So sei es. Weil ich hier schon mal gucken könnte, aber nö. Und vielleicht ist es sogar wieder ein Stück gewachsen. Ich hoffe. Ja, hinten ist es gewachsen. Der hier vorne wächst irgendwie nicht mehr, ne? Aber was soll's. Hauptsache, es wächst kontinuierlich weiter. So, hier sind welche. Aber wir wissen ja, dass hier gleich nach und nach noch weitere spawnen werden. Deswegen gehe ich nur mal zu dem hier. Nix. Wir bräuchten echt noch ein Spalier, ne? Noch so ein Ding. Ja, das schreibe ich mir mal auf. Und ich habe ja außerdem auch noch was anderes aufgeschrieben für diesen Spot hier, für unsere Felderbase. Und zwar bezieht sich das auf die Beleuchtung. Da habe ich auch schon die ein oder andere Idee. Das hatte ich schon mal angeteasert, ich glaube, bei der letzten Aufnahme. Und das habe ich mir auch notiert, aber ich wollte unbedingt die Festungen heute machen. Deswegen habe ich das erstmal hinten angestellt. So. Was ist das jetzt oder kommt da jetzt noch was? Ich glaube, das war's, ne? Ich guck nochmal da. Nix. Ich guck nochmal hier. Nix. Und auf Wiedersehen.
Sehr gut, dann gehen wir direkt erstmal zu unserer Garderobe. Hier. Huch. Nein, nicht das Schild. So. Stimmt, das Schild könnte ich eigentlich auch unten dran wappen, ne? Bei Met und Essen eigentlich auch. Na gut, egal, was soll's. Wir nehmen uns mal die Krone raus und setzen sie auf. Dann packe ich das hier wieder rein. So. Die Hacke packe ich auch hier mit zu. Weil die werden wir ja bei Belagerungen wieder brauchen. Theoretisch könnte ich auch direkt Stein hier dazulegen. Das mache ich auch. Ein Steckstein. So. Zack. Sehr gut. Ja, ich mache das mal so, ne? Sieht ein bisschen sortierter aus. Und vielleicht kann ich auch die hier tauschen. Eigentlich völlig Wayne. Und hier habe ich ja noch einen Fuffi-Stack. Ja gut, was soll's. Das mache ich mal hier hin. Den hier, weil ich das wieder so machen könnte. Ja. Und ich glaube, das sollte dann auch gehen. So viel Stuff ist es gar nicht. Also es ist zwar schon viel, aber ich glaube, das meiste wiederholt sich. Also wird sich dann sozusagen in einem Stack sammeln. Und außerdem haben wir hier noch Magie. Dann die Samen. Die bringe ich mal eben weg. Dann haben wir das schon mal weg. Und die Beeren. So. Dann haben wir hier ein paar Trophäen gefunden. 10 und... Ja. Hier ist aber nicht irgendwas voll, ne? Nee. Gut. Dann haben wir hier Reptilienfleisch. Können wir bald mal wieder hochbringen. Oh. 12 von den Häuten haben wir gefunden. Glockenfragmente. Gut möglich, dass hier noch welche drin sind. Wir haben hier Kohle und Erz. Das schmeiße ich mal hier runter. Kohle, Erz. Dann laufe ich nochmal durch. Wir haben hier eine Feder. Wieso denn nur eine? Ach stimmt, wir haben ja gar nicht gegen Valkyrien gekämpft. Ich glaube, die war im Loot, ne? Feuer. Gold. Aber ich glaube, da haben wir noch eine Fuhre. Knochen ohne Ende. Können wir hochbringen. Mache ich gleich. Monsterorgane. Und nochmal ein bisschen Reptilienfleisch. Dann hier Jade. Kommt zu Schmuck. Nicht ein Blutstein. Verdammt. Dann Boss-Spawn. Kommt hier rein. So. Hat alles aufgesammelt. Hier ist der 30er Stack, ne? Der wiegt so viel, dass ich nichts anderes tragen kann. Jetzt geht's. Habe ich Grausten? Jo, und Stein auch. Packe ich das weg und das weg. Dann sollte ich, glaube ich, alles mitkriegen. Nicht ganz. Knochen. Achso, ist ja nur noch Grausten. Dann rein damit. So. Ja, und Iolit haben wir jetzt auf jeden Fall ohne Ende. Nicht hier. Hier. 7 Stück haben wir schon. Naja, gut. Hier ist noch Feuer. Dann, was haben wir dann noch? Pilze, Gold, Metallteile. Oh, haben wir schon einen Stack voll. Monsterorgane, Gold. Ja, Gold haben wir. Monsterorgane hier. Dann noch Kräuter und Pilze. Halt. Hier. Und hier. Und das war's, ne? Ja. Dann gehe ich nochmal nach unten und bringe die Erze zum einen nach unten. Könnte auch wieder eine Fuhre anmachen, ne? So viel, wie wir gerade gefunden haben. Kannten ja nicht schaden. Wobei, wie viel Flammkern haben wir eigentlich noch auf Halde? Also Barren, meine ich. Ja. Wird sogar wieder dringend. Das heißt, wir packen mal die Erze rein. Nehmen uns aber ein Zwambo raus. So, packen die Kohle so rein und nehmen Stack raus. Und rein damit. Und ich muss auch wieder Metern machen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, ich glaube aber, ich hatte welche vorbereitet, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Oh, nur eine. Ja, weil, also Mischungen machen sich ja Gott sei Dank schnell. Ah. Ach so, das war, die haben sich zu einem Stack gebündelt. Ich habe mich schon gewundert.
Aber damit haben wir die Alltagsproduktion abgeschlossen. Und hier gucke ich mal kurz. Nee, ich gucke, was für ein Met wir brauchen. Und das hier muss auch nochmal angemacht werden. Spam, spam. Also ich kann auch gedrückt halten, aber das dauert länger. Deswegen hole ich mir mal einen Krampf im Arm. Das ist dann viel effizienter. So, was brauchen wir denn für Meter am dringendsten? Ja, theoretisch Ausdauer, ne? Und Feuer. Gut. Ach nee, da nicht. Ich pack die Stoffe weg. Ich pack den Eider weg. Jo. Das sollte doch erstmal genügen. Für den Rest, den wir da noch vor uns haben. So, wir brauchen das und... Was brauchen wir denn nochmal für den Gerstenwein? Scheiße, ich hab's vergessen. Aber für den Ausdauertrank brauchen wir auf jeden Fall das. 50er Molte und... Die gelben Pilze, ne? Jo. Gut. Und Gerstenwein braucht ihr Getreide und was denn noch? Habe ich echt verballert. Ich werde es gleich sehen. Rein damit. So. Oh. Moltebeeren auch. Ah ja. Dann mache ich davon. Eins. Zwei. Drei. Und von Ausdauer zwei. Ja. Das ist okay. Dann haben wir etwa wieder ein bisschen was. So. Und es ist ungerade, weil das, was hier drin ist, ja auch ungerade. Also einer. Feuerwiderstand und Ausdauer. Ja, machen wir doch beide. Nein! Ich glaube, ich werde den hier mal durchlaufen lassen. Ja, nee. Komm, ich mach hier rein. Ich glaube, ich werde, wenn ich den das nächste Mal anmache, den hier abreißen und neu bauen. In der Hoffnung, dass sie dann endlich mal synchron funktionieren. Weil das ist irgendwie strange. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut. Ja, jetzt wollte ich gerade eine ungerade Zahl machen. Das habe ich doch nicht gemacht. Eine gerade Zahl meine ich. Ist ja auch Wayne. Ups. Das war nicht so klug. 4. Da nehme ich den 5er. Und hiervon auch ein 5er. So. Pilze rein. Hier. Honig. Gerste. Und Stoffe. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ja. Also wir haben zwar zwei Festungen geklärt. Sonderlich ertragreich war das trotzdem nicht, weil ich will ja eigentlich Blutsteine haben. Aber gut. Und ja, ich weiß nicht genau. Ich muss ehrlich sagen, dass das Motivationsthema in den Ashlands ist für mich wirklich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll, weil dieser Frust, der da aufkommt, ich würde es so formulieren, es überschattet ein wenig dieses Let's Play und auch meine Art und was ich hier eigentlich transportieren will, ne? Gute Laune und ist das geil und so, und das zieht mich wirklich jedes Mal runter, ihr merkt es ja auch, ne? Aber, keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Aber mal schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und auch gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.